Einen schönen guten Abend an alle, die jetzt gerade vielleicht noch gar nicht da sind. Ich bin nicht alleine, ich habe jemanden dabei, nämlich Timo. Und Timo sagt uns jetzt vielleicht mal ganz kurz, was hier heute Abend abgeht. Wir spielen Punisher. Motherfucking Punisher! Frank Motherfucking Castle und Nick Motherfucking Fury! So. Testosteron! Wisst ihr Bescheid, Leute? So geht alles. Bam, bam, Ja, bam, 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 wunderbar. bam! So. So, warte, ich muss hier gerade noch Vollbild. So. Ich habe übrigens rausgefunden, wie man die Granaten wirft, wenn du springen und dann beide Buttons gleichzeitig drückst. Ach ja, genau, das ist Sprung und quasi Spezialangriff, ja. Richtig, richtig. Stimmt. So, So, bam, da werden bam, die bam, Treppen bam, rausgeholt. Oh, scheiße. hier ist. Vorhin war noch kein Friendly Fire, ne? Ist komisch. Weiß auch gar nicht, ob das mir was abgezogen hat. Oh, was will der? Keine Ahnung. Ist das der Köter aus Shinobi? In Punisher Geil, man kann die Gegner aufnehmen. kann man ja auch so ziemlich alles als Waffe gebrauchen, ne? Ich habe ja lange, lange Zeit nach der Mega Drive-Version von Punisher gesucht und habe da auch Ja. vor geraumer Zeit mal ein Review zugemacht. Muss aber sagen, die finde ich echt gar nicht mal so gut, ne? Nee. Also die einzige Heimumsetzung leider, die ist selten und arschteuer und echt nicht so besonders. Ne. Ist okay für damals, aber. Aber es gibt echt bessere Beat'em-ups, vor allem auf Mega Drive, ne? Ja. Weil ich finde schon cool, dass man Frank Castle und den Punisher spielen kann, aber das Mega Drive hat natürlich viel kleinere Sprites, hat natürlich viel weniger Animationsphasen. Wobei das natürlich auch auf dem Super Nintendo so gewesen wäre, Ja, aber klar. also es gibt so viel Besseres auf Konsole. Ja. Also, ich meine, wer Mega Drive hat, der muss nicht Punisher spielen, der kann Streets of Rage 2 und 3 spielen oder 1 Ja. von mir aus auch. Da tut man sich auf jeden Fall den größeren Gefallen mit. Aber ich möchte mal ganz kurz darauf eingehen, wie sehr das doch aus dem Leben gegriffen ist, dass man hier im Bus einen riesigen Hammer und einen Typen mit einer Axt bekämpft, ja? Ich meine, Baseballschläger, okay. Aber wer geht denn bitte mit einer Streitaxt im Bus unterwegs? Wo ist mein Hammer? Da, hier. Bam, bam. Wie Das ist lebt der doch denn noch, der Typ? eine mediäviale Waffe. Hallo Lance. Ja, ich finde Punisher auch cool, aber die Arcade-Version, nicht die Mega Drive-Fassung. Und es gibt ja auch noch eine NES-Version, das ist ja mehr oder weniger ein Lightgun-Shooter, glaube ich. Die Ja, die ist nicht so übel. hab ich Ist ganz persönlich cool. noch nie gespielt. Ich finde Lightgun-Shooter ohne Lightgun ja irgendwie witzlos, ne? Ja, aber die könnte man ja theoretisch dann auf dem NES mit dem Zapper spielen. Stimmt. Ja, das ist kein schlechtes Spiel, der Lightgun-Shooter. Ja. Und was ich auch So. richtig geil fand, war Punisher für PlayStation 2 respektive die Original Xbox damals. Das muss ich noch nachholen, muss ich Das mir hast du unbedingt noch nicht besorgen. gespielt? Boah, das ist geil. Das ist geil. Das ist Weißt du denn, wo quasi der Punisher das erste Mal aufgetreten ist? in Daredevil, oder? Nein. Nein? Punisher war ursprünglich ein neuer Gegner für Spider-Man. Ach, guck an. Da wurde er vom Schakal, glaube ich, hintergangen und wurde dann quasi beauftragt, Spider-Man zu töten. Guck mal einer Irgendwie an. so. Das wusste ich nicht. Ach, guck mal hier. Hier habe ich sogar eine andere Spezialattacke, weil in der Mega Drive-Version haben Fury und Frank ja beide diesen Fußfeger. Genau. Hallo, mein Schatz. Ja, ist geil, ne? Das neue Overlay gefällt mir auch. Aber ich sehe gerade, der Chat funktioniert nicht. Warum funktioniert der Chat denn nicht? Also ich sehe den Chat über mein Dingens, aber er wird nicht über hier eingeblendet. Wenn wir die hier kaputt geklatscht haben, dann gucke ich mal gerade. Ich muss den Chat wahrscheinlich nur über das Overlay legen noch. Das habe ich bestimmt falsch gemacht. Und dann könnt ihr gleich auch den Chat lesen hier. Wenn man nicht alles testet, ne? Ja, komm mal her, Bitch. Dann kriegst du einen in die Fresse.
Oh, komm her. Ist sie jetzt tot oder was? Immer noch nicht. So, ich würde sagen, es ist Zeit für Plan B. Jeder bringt den anderen um. Wir wollen nämlich heute hier so ein paar One-Liner raushauen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Chatbox, jawohl, die Chatbox ist zu tief. So, da ist der Chat. Und das alles hier live während des Spiels. Bam, 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 bam. Ist auch geil, ne? Man kriegt hier einfach so zwischendurch mal eine Kanone am Anfang von so einem Levelabschnitt. Einfach nur for good measure. Geil. Ich auch. Und dann kannst du die einfach mal über den Haufen schießen hier. Die, Oh, hinter dem Bild war eine Granate. Die Spaghetti-Fresser da. Wir sind heute mal politisch unkorrekt. Wir spielen immerhin Punisher und Nick Fury. Die sind auch politisch unkorrekt. Ja, ich finde, du solltest sie anzünden. Man hat ja viel zu selten die Möglichkeit zu sagen, man soll jemanden anzünden, oder? Erst letztens wieder. Da sind sie wieder mit ihrem Streithammer. Ich komme mir hier vor wie bei Warhammer. So, da fällt mir übrigens ein, ich kram mal den nächsten One-Line raus. Okay, wir machen heute ein kleines Quiz. Ich habe mir hier so die 50 besten One-Liner aus Actionfilmen der 80er und 90er rausgesucht. Und da haue ich zwischendurch mal einen raus und ihr sagt mir, aus welchem Film der ist. Timo, du darfst natürlich auch mitmachen. Es geht los mit und jetzt raus aus meinem Flugzeug. Ah, den kenne ich auch. Ah ja, ich weiß, ja. Aber ich lasse dem Chat erstmal den Vorlauf. Vortritt. Vorlauf. Ah! Wow! What the fuck? Jetzt war bei dir auch gerade rot und Krach? Ja. Ah, bin ich ja nicht der Einzige. Ich bin gerade zu Tode erschreckt hier. Granate! Noch eine! Eckhart! Gib ihm! Kannst dir gleich die Radieschen von unten angucken, Kollege. Oh nein! Verdammt, ich dachte, das schafft das noch. So. Ah, so, das kommt nicht drauf? Nee, meine Frau weiß das sowieso nicht. Okay, dann sag ich mal, und zwar Air Force One. Das ist korrekt. Ja. Sie haben einen Punkt. Ach, der nächste ist schön, aber ich mag den Film eigentlich nicht. Aber wir warten mal noch einen Moment ab, bevor ich... Du darfst gerne auch einen raushauen, wenn dir einer einfällt. Ja, ich habe mich ja leider nicht vorbereitet. Tun wir doch nie. Ja, ich hätte jetzt was. Das Problem ist nur, es wird ein Name gesagt, dann weiß man direkt, von was es ist. Ach, meine Frau bestimmt trotzdem nicht. Könnt ihr den Leuten ja zum Einstieg auch ein bisschen leicht machen. Okay, dann hau ich mal raus. Lächeln beißen, du bist auf Sendung. Street Fighter the Movie. Ja, wie kommst du darauf? Ja, ich weiß auch nicht. War so eine Eingebung. So. Wie in jedem guten Beat'em'up gibt es natürlich auch ein Rohr. Ich finde, das ist die beste Waffe, die man in einem... Genau. Ich finde, das ist die beste Waffe, die man in einem Beat'em'up nur haben kann. Das gute alte Stahlrohr. In Haggars Händen eine tödliche Waffe. Ja. In Codys Händen auch und in Axel Stones Händen auch und in, wie heißen die anderen von Streets of Rage? Blaze Fielding. Das finde ich auch beeindruckend hier, ne? Bam. So, hat noch jemand Interesse zu verhandeln? Das war der nächste. Da komme ich, glaube ich, nicht drauf. Ich mag den Film persönlich auch nicht so wirklich gerne. Ich kann dir sagen, es ist der Film mit Bruce Willis, den ich sehr zu schätzen weiß als Action-Darsteller der 90er. Aber das ist nicht einer meiner Lieblingsfilme von ihm. Aus welchem Jahr ungefähr? 1997, das steht Gott sei Dank dabei. Bam, 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 bam.
Weiß 1997 keiner. Bruce Willis. 1997 Bruce Willis. Was hat denn der da noch einen Actionfilm gemacht? Tja, einen, wo er sich die Haare gefärbt hat. Hier diese Aushilfsterminators, ne? Ich bin mir nicht sicher. Nicht drauf, keine Ahnung. Das fünfte Element. Ach, geil, ja, fünfte Element, den mag ich. Hol du den mal lieber. Du bist doch schon tot. Ja, stimmt, habe ich gar nicht bemerkt. Ich nehme den Hotdog und den Donut. Außerdem, wenn ich keine Leben mehr habe, sind die nur einen Knopfdruck entfernt. Von daher, das ist somit das Angenehmste an diesen Arcade-Titeln. Ist mir egal, wie unfair die sind. Ich muss einfach nur genügend Credits einwerfen, um trotzdem das Ende zu sehen. Wie letztens im Stream irgendwann mal mit Robocop 2. Das war so bis zur Hälfte relativ fair und dann irgendwann war das absoluter unfairer Bullshit, den die da abgelegt haben. Ja, dann fällt dem Spiel ein, ich muss ja doch Geld verdienen. Ja, genau. Und das ist dann irgendwie witzlos. So, ich bin sofort da, ich musste hier gerade ganz kurz, so, jetzt musste hier gerade eine Sache. Da springt er mir mit Anlauf ins Gesicht. Die Nutte. Au! Heißt der Jen Lee? Jen Lee ist doch von Dead or Alive. Stimmt. So der Bruce Lee aus Dead or Alive. Ja. Ich hab Gäste. Mario! Oder was sagt er? Ich habe übrigens gestern mal dann in Dead or Alive 4 ein bisschen reingespielt und habe da die Trials gemacht. Weil in Dead or Alive 4 ist ja das Fighting Game mit den meisten Wrestlern. Mit Bass, Tina und Mariposa sind ja gleich drei Wrestler am Start. Und ich bin ja immer total heiß auf Fighting Games, wo man einen Wrestler mit Wrestling Grapple Moves spielen kann und so. Und hab da mal die Tutorials durchgemacht, also die Character Tutorials. Ich habe sie alle geschafft! Wow. Konnte ich noch von keinem anderen Fighting Game behaupten, dass ich da die Character Tutorials komplett durchgeschafft habe. Allerdings ist Dead or Alive jetzt auch nicht das komplexeste Fighting Game, was die Kombos und so weiter angeht. Das ist ja dann eher, dass man da noch auf die Wand aufpassen muss und solche Sachen. Also, ja, ich weiß nicht. Ich habe schon so Match-Videos gesehen, da habe ich schon krasse Kombos gemacht. Kann das jetzt nicht groß beurteilen. Ich weiß allerdings, dass diese Multi-Würfe echt nicht leicht waren, zumindest im ersten und zweiten Teil. Das ist, also in Dead or Alive 4, ich habe die alle im zweiten oder dritten Versuch geschafft mit Tina, Mariposa und Bass. Aber da ist die Frage, ob du in einem hitzigen Gefecht das Timing so hinkriegst. Ja, klar. Das ist natürlich noch eine andere Sache. Weil schwierig sind die eigentlich nicht. Die startest du alle mit einem Half-Circle und dann hast du ja nur zwei Chains da drin und die sind eigentlich immer nur eine Richtung und nochmal den Grapple-Button. Und du musst das Timing halt richtig packen. Die kannst du nicht buffern oder so. Du kannst nicht den Grapple und dann direkt die beiden darauf folgen. Du musst die in einem richtigen Moment machen. So, das sieht doch ganz gut aus hier, würde ich sagen, oder? Was kommt jetzt hier? Ach, jetzt müssen wir sogar noch zielen. Oh, so, okay. Wahrscheinlich haben die sich hier damals beim NES-Spiel gedacht, das können wir mit dem Zapper ein ganzes Spiel draus machen. Und so ist das dann entstanden. Ah, verdammt, eine haben wir verpasst. Aber ich muss sagen, das spielt sich recht fluffig hier. Das geht gut von der Hand. Ja, das ist ja auch, also es wurmt mich bis heute, dass es keine weitere Umsetzung oder so gab. Ist natürlich eine Lizenzsache auch, aber die haben ja zumindest auf irgendeinem von diesen beschissenen One-Up-Arcade-Automaten-Dingern, die die letzten Jahre gekommen sind, dafür haben sie es nochmal lizenziert. Da frage ich mich auch die ganze Zeit, wie das lizenztechnisch zusammenhängt. Oder wie das funktioniert, weil da gibt es ja sämtliche Lizenztitel. Ich meine, es gibt Turtles-Automaten, es gibt X-Men-Automaten und so weiter. Genau.
Das heißt, irgendwer muss ja noch gewillt sein, die Lizenz dafür zu veräußern. Bei wem auch immer die jetzt gerade gehören mag. So ist es. Und dass dann da nicht die Hersteller drauf kommen, okay, dann hauen wir mal eine Collection raus für Konsole. Ja. Wird einfach nicht gemacht. Gerade die Comic-Dinger, weißt du, jetzt gerade, wo Marvel hier seit Jahren quasi in aller Munde ist und jeder die Kinofilme total abfeiert, wäre das doch leicht verdientes Geld, da so eine Marvel Arcade Collection rauszuballern mit X-Men und Spider-Man Arcade. Und ich meine, die sind wahrscheinlich auch alle von unterschiedlich. Also, die X-Men-Dinger sind eigentlich alle von Capcom, glaube ich. Auch das Beat'em-up ist auch von Capcom, ne? Das war nicht von Konami. Doch, das Beat'em-up ist von Konami. Ja, okay. Ja, aber die ganzen Fighting-Games mit X-Men-Beteiligung, als ob Capcom da nicht in der Lage wäre zu sagen, hier komm Marvel, ich würde die gerne nochmal veröffentlichen. Hier hast du nochmal, keine Ahnung, x Prozent vom Umsatz und wir pressen die nochmal auf so ein Switch-Cartridge oder sowas, ne? Ich fand die Punisher-Filme alle nicht schlecht, also die beiden, die ich gesehen habe, um mal ganz kurz auf den Chat einzugehen, der Lenz sagt gerade, er fand den Film nicht übel. Ich habe nur den mit Hasselhoff tatsächlich noch nicht gesehen bis heute. Den Dolph Lundgren. Ja, ich hab jetzt an Hasselhoff gedacht, weil ich Nick Fury spiele. Ja, ich weiß. Den mit Dolph Lundgren fand ich ganz gut. Hat jetzt nicht wirklich viel mit dem Punisher zu tun, ehrlich gesagt. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ist aber ein netter 80er Film. Könnte besser sein, aber ist nicht so schlecht. Ist halt ein B-Movie, ne? Weil der war auch nicht im Kino oder so. Den mit Thomas Jane finde ich furchtbar. Nee, den mag ich eigentlich auch ganz gern. Ich meine, das ist natürlich eine ziemlich weichgespülte Variante vom Punisher. Ich finde Warzone auch deutlich besser und ich liebe die. Warzone ist mega. Die Netflix-Umsetzung finde ich mega geil. Aber ich mochte den mit Thomas Jane, den mochte ich auch. Hauptsächlich deswegen, weil ich da auch John Travolta als Bösewicht wieder scheiß cool finde irgendwie. Ja, das stimmt. Travolta ist ganz cool. Und ich finde die Szene lustig, wo er mit dem Eis den Typen da foltert. Mit dem Eis am Stiel. Ja, aber das ist eben so, wie du sagst, dieser Weichspül-Punisher. Ja, das ist die, wir müssen den unbedingt ab 12 ins Kino kriegen, Punisher, ne? Ja, der echte Punisher, der hat den richtig gefoltert. Und trotzdem dabei ein Eis gegessen. Ja, wahrscheinlich. Und für mich als Wrestling-Fan natürlich noch den Bonus, dass Kevin Nash, du kennst ihn vielleicht eher als Super-Shredder, auch am Start ist. Na klar, wer kennt ihn nicht, den berühmten Schauspieler, der den Super-Shredder spielt. Ja. Oh! Wow. Naja. Das könnte auch ein Soundfile von Raiden aus Mortal Kombat 1 sein, ne? Hör dir mal Ballet! Nur das vom LA! Was immer er gesagt hat. Ja, fick dich doch! Ja, genau. Das erinnert mich an mein lange geplantes Video zu missverstandenen Sprachsamples. Oh, das würde ich feiern. Ich glaube, da würde ich mir vielleicht sogar mal einen Whisky bei gönnen. Lance sagt doch gerade, er würde sich auch freuen über einen Streets of Rage oder Final Fight Film. In der Tat ein Wunder, dass es keinen billigen Direct-to-DVD Streets of Rage Film gab, irgendwie in den 90ern, oder? Höchstwahrscheinlich hätte. Wäre eigentlich prädestiniert. Meine, sich, ne? So Michael Dudikoff als Axel Stone. Man kann sich natürlich Streets of Fire ansehen. Das ist ja quasi sozusagen die inoffizielle Vorlage. Aber, ist das so? Naja, ist jetzt. Ja, doch, das haben die Entwickler gesagt. Das wusste ich dass nicht. Dass die viel von dem Film damit haben einfließen lassen. So. Feuert ihn ab! Feuert ihn ab! Ich weiß, welcher Film. Ja, super Film. Einer der besten. Geiler Film, geiler Comic. Ja. Beschissene Videospiele. Oh ja. Ich kann mich da an so ein ganz übles PS1-Machwerk erinnern. Aber ja, nicht, ja. Basierte aber nicht auf dem ersten Film, sondern auf der Serie? Auf dem zweiten. Oh ja, oder? Zweiten Film. City of Angels heißt der, glaube ich, ne? Ja, City of Angels, genau. Ja, furchtbar. Und Kumpel hat sich die Saturn-Fassung gekauft.
Und wir konnten es nicht glauben, was das für ein Scheißspiel ist. Ja, ich weiß es noch genau. Ich bin damals, wie alt war ich da? 16? 15, 16? Da bin ich von Willig nach Mönchengladbach gezogen mit meiner Mom. Und die ersten Sachen, die ich mir da aus meiner neuen Heimvideothek ausgeliehen habe, waren Iron Man XO Manowar und, oh, ja, und, nein, ist es nicht, und The Crow City of Angels. Ja, kannst du dir schon vorstellen, wie geil mein erstes Wochenende in der neuen Wohnung war. Ich kann ja, also Iron Man XO Manowar ist nicht gut, überhaupt nicht, nee, aber ich kann anerkennen, was sie machen wollten damit. Genau, dem kann ich so ein D for Effort irgendwie geben. Ja. Und so einigermaßen mit ein paar Bier vielleicht so halbwegs Spaß haben, aber es ist ja nicht gut. Aber das ist so der typische Einheitsbrei vom PlayStation 1 Krabbeltisch irgendwie, ne? Ja, aber auch noch so. Nicht mal so. Weiß ich nicht, das Fantastic Four-Spiel ist besser und das ist auch nicht gut. Ist es nicht, ne? I finally found you, Punisher! Now I'll have your head! Na, warum da klingt der wie ein Deutscher? Da bin ich ja mal gespannt. Hier kommt der Schmerz! Oh, der Lance sagt gerade, er fand auch die Marine-Filme mit The Mist ganz gut. Die mit The Miz habe ich nicht gesehen, aber ich habe The Marine und 12 Rounds mit John Cena habe ich gesehen. Ging so, fand ich. Was ist von mir fährt auch drauf ab, auf diesen ganzen Kram. Ja, ich glaube, man muss Wrestling-Fan sein, um die Filme überhaupt gucken zu wollen. Es gibt keinen anderen Grund, außer dass man Wrestling-Fan ist und alles irgendwie gucken will, was mit Wrestling und Leuten, die auch Wrestling machen, Lanze zu tun. Ja, findet man in jedem guten Kanal, ne? Ja, welchen Film mit einem WWE-Star ich wirklich ganz gut finde, ist mit Kane See No Evil der erste. Das ist so ein Horror-Slasher. Und der ist in der Tat gar nicht übel. Den kann man sich als Horrorfilm durchaus angucken. Also, ansonsten geht natürlich nichts über Der Ritter aus dem All. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Ritter aus dem All. Ja. Den habe ich sogar als Kind gesehen. Ich auch. Und natürlich Rocky 3. Ja, natürlich. Ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, dass ich dringend davon abraten würde, ein altes Stück Käse zu essen, das man irgendwo in einer rattenverseuchten Kanalisation unter einem Autoreifen findet, so wie ich es eben getan habe, um mein Leben wieder aufzuladen. Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Ja, aber hat es dir geschadet? Nein. Nee, aber ich weiß auch nicht, warum ich dich gerade durch die Gegend geschmissen habe. Ja, ich lag da halt gerade besoffen. Ja. Kinder, macht doch das nicht zu Hause nach. Lasst euch nicht, wenn ihr in der Kanalisation besoffen im Dreck liegt, von Nick Fury oder dem Punisher aufheben und durch die Gegend schmeißen. Ja. Was ist eigentlich mit den Ratten hier? Oh, das ging jetzt aber schnell. Patz, patz. Hör mal auf zu blocken da. Was soll denn da? Da liegt ein Hammer. Hammer! Ja. Hier kommt der Schmerz. War das übrigens. Richtig. Hier kommt der Schmerz, ist übrigens aus Carlitos Way von 93. Oder der Leitspruch von Brock Lesnar. Ich glaube, das ist Al Pacino, wenn ich das hier auf dem Bild richtig sehe. Okay, scheiße, habe ich nicht gesehen. Er ist halt einer der zahllosen Mafia-Gangster-Filme mit Al Pacino aus den 90ern, ne? Ich glaube, hast du einen gesehen, hast du alle gesehen, so mehr oder weniger. Ja, ich bin aber großer Fan von solchen Filmen. Ich auch. Also der Pate, mega gut, aber... Ja. Welcher ist dein Favorite? Der Pate 1. Richtig. Ich muss dazu sagen, und ich hoffe, meine Frau hört da jetzt gerade nicht ganz so genau zu, Flo und ich waren so ein halbes Jahr zusammen und der Pate, den kannte sie nicht als Italienerin und es war der erste Film, den wir gespannt bis zum Ende geschaut haben, ohne uns zwischendurch hinreißen zu lassen, uns der fleischlichen Lüste hinzugeben, wenn man gerade so das erste halbe Jahr zusammen ist. Man kennt das ja, ne?
Aber der Pate, und das zeigt die Qualität dieses Films, keine Chance. Der war zu spannend. Man hat Der Pate aufgepasst. hält einen vom Bumsen ab. Ja. Qualität. Also Leute, das Das ist nichts fürs erste Date. Oder vielleicht doch gerade fürs erste Date. Ja, wir sollten das mit den Beziehungstipps hier vielleicht sein lassen. Ich weiß nicht, inwiefern wir da als befähigt gelten, anderen Leuten Ratschläge zu geben. Wobei letzten Endes, du bist schon verheiratet, bei mir ist es bald soweit. So schlecht können wir nicht gelegen haben, ne? Pa, 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 Oder die pa, Frauen hatten Mitleid, das kann auch sein. pa. Ja, es ist. Also ich würde fast behaupten, ich habe meiner nicht besonders viel Wahl gelassen. Das könnte man jetzt auch aus dem Kontext gerissen ganz falsch verstehen. So, es ist Zeit für den nächsten One-Liner. Den finde ich lächerlich dämlich. So ein Hitzkopf. Das kann aber jetzt auf jedem Film sein. Ich frage mich, wer diese Liste zusammengestellt hat. Das ist Schwarzenegger aus Running Man. Aber Da gibt es das aber also. heftigere bei Running Man. Das ist auf Platz 8. Das kann doch nicht sein. Top Zero! Now only Zero! Das ist ein besserer Spruch aus Running Man. Ich finde Running Man ja auch gar nicht mal so gut, ne? Ja, ich finde ihn okay, er macht schon Spaß, aber da gibt es echt bessere. Ja. Ich habe letztens nochmal True Lies gesehen. Ich glaube, True Lies ist, wenn Terminator nicht wäre, der beste Arnie-Film. True Lies fand ich auch geil. Eraser fand ich damals auch ganz cool. Den würde ich mir heute nicht wieder angucken. Er hat mich Auch. super enttäuscht damals. Timo, ich weiß nicht, ob du den Chat gerade vor Augen hast, aber meine Frau hat einen One-Liner gebracht. Den weißt du auf jeden Fall. Okay. Und Verfolgt den Chat zwar, nicht? du Produkt eines Mehlwurms. Natürlich. Ninja Turtles, also Ja, der Schredder. der Schröder, der Eisenmützenmann. Ja. Oh, ja, stimmt, die waren auch echt schlecht, die Gags, ne? Das ist also, ich muss ja sagen, so sehr ich die Turtles liebe, aber ich kann die 90er-Jahre-Serie, kann ich echt nicht gucken mehr. Geht Nee, nicht. seit ich die Comics gelesen habe, kann ich die nicht mehr sehen. Ne, die konnte ich auch schon vor 5 Jahren oder so, habe ich nochmal geguckt und habe da schon festgestellt, puh, nee, geht Ja, eigentlich nicht eben. mehr. Eben. Ich habe die Comics habe ich in den 90ern gelesen und Ja. seitdem geht das nicht mehr. Bei mir ist halt aber auch so, Flo und ich hören ja oft abends zum Einschlafen irgendwie so Hörspiele aus unserer Kindheit. Ne? Wechselt so ab zwischen Benjamin Blümchen und Masters of the Universe. Und irgendwann hatte ich dann auch mal Turtles und Alter, ey, sind die übel, die Hörspiele. Also, Ja, die die sind richtig Soundeffekte, mies. die übertriebenen, idiotischen Stimmen. Also, es tut mir ja echt leid, liebe Ninja Turtles, aber eure Ursprungsserie. Die ist nicht mehr erträglich. Kann ich nicht machen. Sag ich doch, genau mein Reden. Aber alle, nö, nein, wie dumm in den Dunkeln, fickt euch. Nee, Alles also. Turtles-Serie ist scheiße. Ja, nüchtern betrachtet ist die Kacke, ja, das stimmt. Also, wenn du älter als 12 bist, ist das eigentlich inakzeptabel. Jetzt kommen wieder die ganzen Hater. Timo, du Nee. hast keine Ahnung. Ist ja keiner da, von daher hatet auch niemand. Ich weiß, du bist ja Fan von der Turtles-Serie aus den 2000ern. Die habe Oh ich ja. nie gesehen. Die ist an mir wirklich komplett vorbeigegangen. Ja, ist an vielen vorbeigegangen. Liefen ja auch nur 2 Staffeln hier. Dabei hat die, ich glaube, 5 oder 6 Staffeln ursprünglich. Ja. Sind auch nicht alle gut, die Staffeln. Aber insgesamt ist es eine ziemlich geile Serie. Hält sich nah an die Comics, hat aber noch einen eigenen Twist. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen grittier, wie alles aus den späten 90ern, Anfang 2000 war, ne? Ja, aber da passt es ja auch, weil Turtles ist ja eigentlich gritty. Ja. Ich Und sag. die Spielzeuge hatten ja auch einen gewissen Gritty-Faktor. Da sahen die ja nicht aus wie in der Zeichentrickserie, weil die Spielzeuge Nee, kamen ja nee. nach den Comics und nach den Spielzeugen kam erst die Cartoon-Serie. Ja, die Spielsachen, die waren ja nicht, sondern die waren ja eher. Genau, das ist total geil. Turtles hatten unterschiedliche Grünfarben, Ja. Grünstiche.
Und haben richtig mies geguckt, hatten keine Pupillen. Genau, wie im Comic-Mode von Turtles in Time. Ja. Meine Lieblings-Turtles sind ja in der Tat die, also rein vom Design her, wirklich die ersten Film-Turtles. Und ja. Ich mag die Nickelodeon-Serie von 2008, 2009, ich weiß gar nicht. Nee, 2013, ganz so alt ist sie noch gar nicht. Also die vorletzte quasi. Ich habe in die Pilotfolge reingeguckt von Rise of the Ninja Turtles und das ist, Da hört es echt auf. Also das finde ich eine Frechheit. Was haben die sich dabei gedacht? Das sind nicht mehr meine Turtles. Hallo Attic! Mal was anderes bringen. Nee. Ich finde die auch übel. Also das, ich meine, ich kann damit, ich komme damit recht, ich komme damit los. Nee, ich habe die Kamera nur mal an eine andere Position auf dem anderen Monitor gesetzt, damit ich wenigstens mal in die Kamera gucke, wenn ich den Chat lese, anstatt immer, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, so zur Seite wegzugucken. Aber ja, neues Overlay. Ich finde, ist ganz geil geworden mit dem Automaten und so. Was wollte ich sagen? Also ich kann ja damit, ich kann ja akzeptieren, wenn man sagt, hier, das sind Schildkröten, die können von mir aus auch jeder eine andere Rasse Schildkröte sein oder einen anderen Körperbau haben. Das haben sie ja in anderen Medien auch, vielleicht nicht ganz so extrem, aber trotzdem schon auch gehabt und auch vielleicht eine andere Körperhaltung. Aber das, was die da gemacht haben, ist mir dann doch echt zu weit weg von dem, was ich kenne und liebe. Ich habe auch kein Problem damit, wenn das anderen gefällt. Das sowieso nicht. Ja. Aber mein Ding ist es echt nicht. Oh, shit. Ja, Attic, da gibt's ja bei so vielen Fighting-Game-Dingern gibt's ja irgendwie so Overlays, dass der Stick dann da quasi, also die Button-Inputs da gezeigt werden. Ist eigentlich eine gute Idee. Da habe ich mich bloß noch nie mit befasst, was genau das ist, wie das funktioniert und so. Aber danke für den Hinweis. Da werde ich mal recherchieren, ob ich das hier noch irgendwie in nicht scheiße aussehen vielleicht eingebaut krieg. Jeez. Ah, das gute Rohr. Ich frage mich echt, was das mit den Lanzen hier soll. Ah, ja! Das ist echt der geilste. Ja. Ich habe echt keinen Schimmer, was der da sagt, ne? So, aber ich fackel sie ab. Bio Billy. Flammende Charaktere sehen irgendwie alle aus, als wenn man bei Street Fighter von Dolzim getroffen wird, ne? Egal in welchem Spiel, die haben irgendwie gefühlt alle das gleiche Ich brenne Sprite. Na gut, ist halt einfach zu machen, ne? Ja. Ist halt der gleiche Sprite für alle, super easy. Ja, egal, ob der 2,50 Meter groß oder nur 1,30 Meter lang ist, ne? Ja. Wenn sie brennen, sind sie alle gleich. Komm her. Ja, jetzt haben wir ihn. Nein, was das ist so, einer? Das ist so, dass die Marke, ja, innen sind sie alle pink, ne? Ich wollte ihn nicht bringen. Gut, dass ich nicht habe. Ich trau mich. Ich hab da gar kein Problem. So. Nein, danke, ich war schon mal verheiratet. Das ist der nächste One-Liner. Attic, warte. Attic, falls du es nicht mitgekriegt hast, heute ist One-Liner-Tag. Ich hau zwischendurch immer mal einen One-Liner aus irgendeinem Actionfilm aus den 90ern raus. Und der Chat darf raten, ob er drauf kommt. Das aktuelle Zitat lautet: Nein, danke, ich war schon mal verheiratet. Du hast 30 Sekunden, bevor Timo lösen darf, denn er weiß es offensichtlich. Ja. Einer meiner Lieblingsfilme. Ist geil. Flo sagt Frank, du meinst wahrscheinlich Frank Drebin. Nein, es ist nicht die nackte Kanone. Würde aber passen. Würde auch passen, ja. Also ich löse mal. Ja. From Dusk Till Dawn. Das ist korrekt. Das sagt Seth Gecko nämlich, als die Alte ihn da quasi fressen will, mehr oder weniger. Genau, zu Dämonica Pandemonium oder wie die heißt, ne? Ja. Das nächste ist geil.
Aber ey, ganz ehrlich, wer diese Liste der besten One-Liner aller Zeiten zusammengestellt hat, der hat offensichtlich noch nie einen Film mit guten One-Linern geguckt. Ja, ich würde auch sagen, in From Dusk Till Dawn gibt es bessere Zitate, aber das nächste hier, lass Dampf ab, Bennett. Ah, ich weiß Der Name ist schon so 90s, ne? es. Ja. Wobei, der ist sogar Bin aus doch den schon 80ern. drüben, Bennett. Ja. Chill out. I'll be back. If it bleeds, I can kill it. Da ist aber noch ein geilerer Spruch in dem Film. Meinst du in Phantomkommando oder in Ja, genau, Predator? Phantomkommando. Phantomkommando. Wenn er den einen Typen an der Klippe darüber hält und dann sagt, weißt du noch, als ich gesagt habe, ich werde dich zuletzt töten? Ja, ich habe gelogen. Oh, super. Mein Lieblingszitat aus Predator ist ja, ich habe keine Zeit zu bluten. Ja, genau. Hey Mann, du blutest. Ich habe Ich habe keine keine Zeit zum Zeit zum Bluten. Bluten. Ja. Und dann dieses, ach so, okay. Ja. 80er, 90er Jahre Actionfilm ist das Beste, Ja, oder? oder wenn die diese armen Drogenbaronen Soldaten da abschlachten und dann nimmt er doch sein Buschmesser und wirft das dem einen in die Brust und der bleibt dann an der Wand hängen. Stick around. Ja, das ist wie bei Hotshots, wo die mit dieser komischen Bazooka den einen Typen da so an die Wand splattern und er dann einfach nur, oh, Zeit zum Abkratzen. Das ist so üblich. Ich liebe Hotshots und die nackte Kanone. Fantastisch. Besten Komödien ever. Mit Spaceballs zusammen. Baseball ist super, ja. Ja, Spaceballs ist großartig. Ich habe es hier oder da bestimmt schon mal erwähnt. Ich habe Spaceballs gesehen, bevor ich das erste Mal Star Wars gesehen habe. Und Echt? wusste Und du fandst ihn überhaupt nicht, trotzdem ich fand den trotzdem saugeil. Und dann stell gut? dir mein Nerdgasmus vor, als ich dann Star Wars und danach nochmal Spaceballs gesehen habe und dann die Anspielungen alle gecheckt habe, die ich vorher nicht gerafft habe. Ich fand den trotzdem lustig. Also ich wusste, dass der Star Wars parodiert und ich hatte auch Bilder von Chewbacca und so schon mal gesehen, aber ich habe die Filme halt nicht gesehen. Ich war 8 oder 9 oder so. Keine Ahnung, da war ich noch relativ klein. Das war der erste Abend, wo meine Mom mich ohne Beaufsichtigung mal alleine zu Hause gelassen hat, mir eine Pizza bestellt hat und gesagt hat, so, heute Abend kommt ein Film, den kannst du gucken, danach gehst du ins Bett. Das war Spaceballs. Einer der besten Abende meines Lebens. Aber danach bliebst du noch auf, weil man weiß ja, jeden Samstag Sex mit Sylvester Stallone. Ja, Randy, der Italian Stallion, ne? Genau. Bocchi, ein Mann steckt einen weg. Hallo, True German Nerd. Nein, die wirklich guten One-Liner fangen jetzt erst an, wo wir uns so ein bisschen warm gemacht haben. Ich hau direkt mal einen raus. Wir machen übrigens ein Spiel draus. Wir geben die One-Liner vor und ihr könnt raten, aus welchem Film die sind. Der nächste lautet: Tod oder lebend, du kommst mit Du mir. kommst mit mir. Ja, ich weiß es schon. Ja, natürlich weißt du das. Ich wäre sehr enttäuscht, wenn du das nicht wissen würdest. Also nochmal für da draußen: Tod oder lebend, du kommst mit mir. Oh. Oh! Boah, der Kingpin ist aber auch recht riesig, ne? Ja, riesiges, fettes Tier. Ja, wie es sich gehört. Jetzt muss ich gerade mal was fragen, jetzt ohne hier irgendeine Rassismusgeschichte vom Zaun treten zu Ja, wollen, ich weiß, aber ich kam auch gerade darauf. Ich weiß, was du sagen willst. Daredevil mit Ben Affleck ist eh kein Film, den sich jemand angucken sollte, aber warum? Ja, ich meine, nichts gegen den Schauspieler, der hat das Beste draus gemacht, aber warum besetzt man den Kingpin mit einem dunkelhäutigen Menschen? Ja, keine Ahnung. Wir haben wahrscheinlich gedacht, es gibt keinen, der groß und fett genug ist. Keinen weißen Schauspieler. Haben die mal von Bud Spencer gehört?
dem hätte man auch den Kopf rasieren können. Oder war John Travolta zu der Zeit nicht auch noch fett und hatte schon wenig Haare? Ich glaube nicht. Jetzt könnte John Travolta ein prima Gegner abgeben. Auch hier fand ich ja den Kingpin aus den Netflix-Serien unfassbar. Hier Vincent D'Onofrio als Kingpin fand ich fantastisch. Hat denn der Chat jetzt den One-Liner gelöst? Schauspieler. Peter Weller. Genau. Er hält dabei eine Waffe auf jemanden. Tot oder lebend, du kommst mit mir. Ich kenn dich. Wir haben dich getötet. Ihr habt euren Job nicht richtig gemacht, ihr Flaschen. Oh, schön noch eine Granate hinwerfen, ab ins Auto und weg. Ich glaube, das war's, oder? Ich glaube schon. Wenn jetzt nicht noch Thanos kommt oder so? Nee, ich glaube, der Punisher und Thanos hatten jetzt noch nicht so oft den Tango zusammen getanzt, oder? Hast du mal die Secret Wars-Reihe aus den 2010ern gelesen? Nein, aber der True German Nerd hat recht. Attic, du kommst zu spät. Das aktuelle Zitat war: Tot oder lebend, du kommst mit mir. Es ist natürlich aus Robocop von 1987. Yeah. Und ja, wir sind fertig mit Punisher. The next morning, the police searched through the rubble of the King Building. They found over 370 ex-criminals, but they could not find the body that could be identified as the Punisher, nee, als the Kingpin. Ja, ich fand Robocop für Gameboy damals ja auch gar nicht so schlecht. Ich auch nicht, ich fand's auch okay. Ja. Jedenfalls bei der Secret Wars-Reihe ganz am Anfang geht es ja darum, dass diese ganzen Marvel-Multiversen zusammengefügt werden. Und am Ende bleibt dann erstmal nur noch das ultimative Universum und das normale. Ja. Und ich weiß gar nicht mehr, in welchem das jetzt war. Auf jeden Fall in einem der beiden Universen sitzen die ganzen Bösewichte zusammen beim Kingpin oben im Hochhaus und feiern so eine Art Weltuntergangsparty. Super. Und dann geht der Fahrstuhl auf, der Punisher kommt raus. So, Jungs, jetzt wird abgerechnet. Und dann knallt er die alle ab. Frank Castle ist einfach der Geilste, oder? Wollen wir noch was anderes zocken, Timo? Oder hast du keinen Bock mehr? Na, ich muss mich leider verabschieden, weil ich gleich noch mit einem Kollegen telefoniere, beziehungsweise skype. Alles klar. Gut. Deswegen könnten wir auch so langsam Schluss machen. Dann machen wir das doch. Wir sind ja immerhin schon seit 1,5 Stunden dran und haben jetzt 2 Games durchgezockt. Dann danke ich dir für deine Beteiligung am heutigen Abend. Ich bedanke mich für die Einladung. Immer gern. Jederzeit. Es hat Spaß gemacht. Es war one-linerig, auch wenn die jetzt nicht alle so richtig geil waren. Aber ich würde sagen, wenn du dich jetzt verabschiedest, bevor wir jetzt hier Feierabend machen, hau ich noch ein paar One-Liner raus. Ein paar habe ich hier noch in der Liste drinstehen. Also, wenn ihr Bock habt, ich mache jetzt hier Schnellfeuer One-Liner. Ihr müsst nicht raten, ich finde die meisten wahrscheinlich kacke. Willst du das noch mitkriegen oder bist du weg, Timo? 2 Minuten habe ich noch. Alles klar. Also, legen wir los. Ist heute dein Glückstag, Punk? Ah, ist doch einfach. Dirty Harry. Genau, fand ich nicht gut. Du bist die Krankheit und ich bin die Medizin. Hm. Finde ich nicht so gut, den Film, aber... Nee, ich auch nicht. Da war auch noch jung, ne? Das ist die Cici-Cobra mit Sly. Ja. Aber geiles Poster. Sieht super geil aus. Das ist wahr. Das ist auch so richtig 80er, ne? Das nächste, das sollte eigentlich jeder von euch wissen. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Allerdings ist das recht allgemein gehalten. Davon jetzt zwingend auf Star Wars zu schließen, ist vielleicht nicht ganz einfach. Ja, aber es ist ja doch sehr bekannt. Es kommt in jedem Star Wars-Film vor. Leute, auf das hier kommt ihr niemals. This is Sparta! Na? Weiß keiner, ne? Ja, Spartakus, ne? Ja, genau. Richtig, Attic, Troja, du hast vollkommen recht. Nächstes. Hector! Ja. Oh, das ist auch ein richtig geiles Zitat, aber das bringe ich auf Englisch. I like the way you die, boy. Ah,
wovon ist das denn nochmal? Ja, One-Liner gehören volle Kanne zu Actionfilmen. Actionfilm ohne One-Liner dürfte es gar nicht geben. I like the way you die, boy, ist natürlich Django Unchained. Ach, ja, als er in diesem blauen Fummel da den Peitschenschwinger da abknallt. Mhm, genau. Super geiler Film. Muss ich auch mal wieder gucken. Das ist scheiße. Assimilier das! Da sind jetzt Fans gefragt. Ja, ich weiß es. Meine Frau sollte es vielleicht wissen, auch wenn sie vielleicht nicht den konkreten Film sagen kann. Wo wird assimiliert, Freunde? Attic, du müsstest das auch wissen. Richtig, Star Trek 8, der erste Kontakt. Sagte Worf zu einem Borg, als er auf der Außenhülle der Enterprise rumrannte. Das sollte auch jeder kennen. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Klassiker. Absoluter Klassiker, aber ich mag den Film nicht so. Echt nicht? Mega gut, ey. Ist nicht ganz mein Humor. Richtig Vibe, Star Trek. So. Wenn es blutet, können wir es töten. Ah, geil. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Ja. Sagte der gute Dutch aus Predator. Na gut, ich verabschiede mich mal. Alles klar. Hau rein, Timo. Wir sehen uns. Alles klar. Bis dann, Leute. Ja. So. Timo ist weg. Wir haben aber noch ein paar Minuten. Wir machen noch weiter. Ich glaube, ich habe noch gute 10 Stück hier auf der Webseite da parat. Aber das hier ist auch eher auf Deutsch Kacke, auf Englisch viel besser. Und zwar, you talking to me? You talking to me? Du laberst mich an? Ich wusste gar nicht, dass sie das auf Deutsch mit du laberst mich an übersetzt haben. Der sehr, sehr junge Robert De Niro in Taxi Driver. Natürlich ist das aus 300 Lands. Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Natürlich aus Der Pate, klarer Fall. Noch ein Star Trek Zitat, denn Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird, Leute, sagte der große Spock in Der Zorn des Khan. Du kannst nicht vorbei! Mein Gott. Der Herr der Ringe, Die Gefährten ist von 2001. Jetzt fühle ich mich wieder echt alt. Wow. Der Film ist 20 Jahre alt? Das gibt's doch gar nicht. It's a trap! Say hello to my little friend. Also ganz ehrlich. Lang lebe der König. I'll be back. Geschüttelt, nicht gerührt. Ich bin dein Vater. Yippie-yay-yay, Schweinebacke. Und auf Platz 1, Hasta la vista, Baby. Naja, gut. Die letzten paar lasse ich noch gelten, aber unterm Strich. Jetzt mal gerade hier den Stick wegstellen, der wird nämlich langsam schwer. Unterm Strich muss ich sagen, diese Webseite mit den 50 besten One-Linern, ich habe es gerade zugemacht, ich glaube, es war von kino.de oder so. Naja, Leute, naja, das hätte besser laufen können. Ja, was heutzutage alles als One-Liner durchgeht, ne? Wie dem auch sei. Jungs, ich mach Feierabend für heute. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Mittwoch um 19:30 Uhr wieder hier zu Terranigma Part 3. Und ja, Kino in der Tat. Ja. In diesem Sinne, schönen Abend noch. Macht's gut, Leute. Bye, bye.